Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Szenario mit der Baureihe 101. Wir fahren in der Sandwich-Formation den IC 2422 von München, kommt nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis nach Aschaffenburg. Unterwegs halten wir in Lohr und starten das Ganze. So, Fahrtrichtungswender rein, in Neutralstellung, Türen sind auf. Störung, Huch, Störung, AFB wollte Störung. ich noch nicht anmachen. So, SIFA, PZB und LZB ein. Signalleuchten bitte. Danke. Gucken wir, welcher Stromabnehmer oben ist. Ja, das ist. Ich hätte gerne den anderen Stromabnehmer. Dafür einmal den Hauptschalter aus. Stromabnehmer runter. Das müsste dann Stromabnehmer 1 sein, ne? Genau. So, Stromabnehmer hoch. Hauptschalter schließen. Jawohl. Boah, diese Sounds. Ha, geil. So. Schließvorgang eingeleitet. Machen wir uns noch die ASB, AFB an. ASB, ASB. Jawohl, das passt dann soweit alles. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nein, noch nicht. Denn wir müssen noch den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung packen. So. Mit einer Minute Verspätung fahren wir raus aus Aschaffenburg. Nee, wo stehen wir denn gerade eigentlich? Gemünden. So, was fehlt uns noch? Zugsammelschiene ist an. Zuglichter machen wir uns noch an. Sander brauchen wir nicht. Bremse lösen. Ja, Signalbeleuchtung, das passt alles. Ich würde sagen, Fahrplanleuchte machen wir uns noch an. Mit 60 dürfen wir dann hier Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. ausfahren. Da kommt der Kollege im RE. Stellen wir noch das hier einmal um. So. Die Frage ist bei der hinteren Lok, welcher Stromabnehmer ist oben? Ah, da hätte ich gern eigentlich den anderen gehabt. Ist auch egal. So, dann. Oh ne, Moment. So, erstmal befreien wir uns. Zugbeeinflussung, Jawohl. Zugbeeinflussung. Und Leistung aufschalten. Das Szenario ist von Tom Fresco und gibt es zum Download im Railsim Forum. Der Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung mit drin. Also, wer da Bock drauf hat, das auch nachzuspielen, der ist da ganz, ganz herzlich willkommen, das zu tun. Glaube ich, relativ selten bisher in diese Richtung gefahren, also von Gemünden aus, sondern ich glaube, die meiste Zeit sind wir tatsächlich nach Gemünden gefahren, also hier runter. So, ach, wir dürfen schneller fahren. Wir haben auch heute ordentlich Power, ne? Zwei Loks bedeutet doppelte Zugkraft. Für einen so kurzen Zug mit 7 Intercity-Wagen, das ist nichts. So, freie Fahrt, sehr gut.
So, wo fahren wir hier vorbei? Langenpurzelten. Ja, wir haben nur noch 8 Kilometer, dann müssen wir auch schon wieder anhalten, nämlich in Lohr. Bisschen dunkel hier. Aber gut, Spätsommer, ne Quatsch, gar nicht mehr. Also es ist, glaube ich, schon, wir fahren hier schon im Herbst. Es müsste, ah ne, gar nicht. Ich erzähle Quatsch, das ist doch tatsächlich Sommer. Ja, es ist Juni. Ah, schön warm draußen. Ey, ey, ey. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen aktuell, oder? So, ab hier dann 130, also Leistung runter. AFB-Hebel auf die 130, das ist ungefähr hier. Und jetzt ist auch mittlerweile der komplette Zug an der Tafel vorbei. Heißt also, wir können wieder Leistung aufschalten. Und, oh, wir blenden mal wieder ab, sonst machen wir die ganzen Autofahrer blind. Die uns hier entgegenkommen, jetzt alle mal geblendet. Genau, auf die 130 wieder hoch. Wieder mehr Licht, wobei es irgendwie auch keinen Unterschied zu machen scheint. Schön, wie sich der Zug in die Kurve legt, man spürt das richtig. Und man sieht es auch vor allem. So, hier kommt praktisch die Schnellfahrstrecke mit dazu. Und ab hier gelten die 150, also gleiches Prozedere, Leistung raus, AFB hoch auf die 150, das ist schon ein bisschen zu viel. So, und Leistung aufschalten, denn wir sind schon lange an der Tafel vorbei, heißt also, wir dürfen auch wieder so schnell fahren. Hier schön am Main entlang, heißt ja Main-Spessart-Bahn. Oh, hallo. So, noch 2,9 Kilometer, während hier die Ortschaften an uns vorbeibrausen. Oder wir an den Ortschaften vorbeibrausen. So, das war die Ankündigung auf 130. Also einmal mit der E-Bremse komplett rein. Und nehmen wir die Zugbremse hinterher, denn wir haben, ups, nicht Vollbremse. So, gehen wir mal auf die 60. Wir haben vielleicht besser auf die 40 runter, ich weiß es nicht genau. Oder was steht da? Gar nichts. Wie schnell dürfen wir denn da gleich fahren? Steht auch nicht im HUD. Naja gut. Dann gehen wir auf Nummer sicher und bremsen noch ein bisschen weiter runter.
und drücken wieder auf PZB wachsam. So, fahren wir mit 40 weiter. Und sind dann auch in 900 Metern in Lohr, wo wir unseren ersten und einzigen Zwischenhalt heute haben. Ich weiß gar nicht, ob in Lohr in Realität ein Intercity hält. Ich glaube es nicht. Meine, wer will denn schon nach Lohr? Kleiner Spaß. So, ich weiß immer noch nicht, wie schnell ich hier eigentlich fahren darf. Denn 130 definitiv nicht über solche Weichen. So, da vorne eine 425, die gerade so ein bisschen in eine andere Dimension hineingebeamt wird. Habe ich ja schon mal erklärt, woran das liegt. Und wir halten ganz vorne an am Signal. Wir sind auch heute hier mit 101.001-6 unterwegs und hinten dran gucken wir uns das gleich an, was da hängt. Ich wollte nur was ausprobieren. Ich glaube, man kann nämlich ich dachte, es gibt solche Shortcuts, womit man einfach den Führerstand wechseln kann, ohne sich physisch hier also aufzustehen und zu bewegen. Aber ich versuche mit Steuerung Plus oder sowas. Shift-Steuerung plus, nee. Ich meine, das geht auf jeden Fall. Ah, irgendwie geht das. Aber ich weiß nicht mehr wie. So, schön so. Schließvorgang eingeleitet. Ich hoffe, wir kriegen keine Zwangsbremsung. So, befreien uns. Ach, wir sind schon. Ja, gut. So, auf geht's. Ankündigung auf 100. Also mit der AFB runter. Ja, das ist ein bisschen zu viel Power. Also bei guten Bedingungen kann man so auf ungefähr 50 kN hochgehen. Danach gerät sie ins Schleudern. Also man muss da echt, wenn man so das erste Mal, da kommt sie schon ins Schleudern. Hallo. Der Pride ICE ist an uns gerade vorbeigefahren. Sehr schön. Repaint gibt es im Railsim Forum zum Download.
So, wir dürfen 130 fahren. Nee, gar nicht. 100. War ja die Ankündigung auf 100. Ergibt Sinn. Schön, wie da hinten die Sonne dann langsam verschwindet hinter den Hügel. Das sieht doch recht schön aus, oder? Ah, doch, also das hat doch was. Ab hier dürfen wir 120 fahren. So, ich habe jetzt mal ein paar Minuten gar nichts gesagt. Ich dachte, man kann ja mal ein kleines bisschen die Stimmung genießen. Und die Soundkulisse. Noch 27 Kilometer. Wir dürfen weiter in 130 fahren. Die hält auch die AFB sehr, sehr gut. Wir kümmern uns aktuell nur um die SIFA. Schauen auf die Signale und auf die Signaltafeln und fahren ganz gemütlich in den Sonnenuntergang hinein oder jetzt gerade vielleicht auch nicht mehr in den Sonnenuntergang hinein, aber er ist wohl in unserem Rücken. Also halb. Hallo? Und die Ankündigung auf 100 km/h. Wir nehmen dafür nur die E-Bremse. So, 110 haben wir erreicht. Und lösen wieder aus. Gehen mit der AFB runter, nicht zu verwechseln mit der AfD, das sind Faschisten. Die AfB hingegen ist
ein sehr, sehr nettes Instrument, das uns hilft, entspannter in den Feierabend zu fahren. Genießen hier die Fahrt durch eine ziemlich ländliche Gegend, doch. Also ich glaube, es gibt im TSW keine so dermaßen ländliche Strecke, deutsche Strecke wie die Main-Spessart-Bahn. Wobei, also rein Rosig-Nord ist auch schon sehr, sehr stark landschaftlich geprägt, aber da gibt es halt auch noch relativ viel Industrie neben der Strecke und das ist hier bei der Main-Spessart-Bahn mitnichten der Fall. Hier sind es halt wirklich nur Hügel und Täler und der Main, der neben einem lang fließt. Ich glaube, die nächste Strecke, deutsche Strecke, die halt so wird, so ähnlich wie die Main-Spessart-Bahn, ist, wird wohl die Tarantaer-Rampe werden, also Dresden-Chemnitz. Da geht es ja auch ziemlich ländlich her. Mit der Baureihe 612, von der wir auch schon die ersten Screenshots ja gesehen haben. Ach, das wird ein Fest, mit der 612 dort lang zu fahren. Und auch, ich bin mir sicher, da gibt es einige, zumindest einen Szenariobauer, der, wie ich aus bestätigten Quellen weiß, daran interessiert ist, erstens keine fliegenden Bäume mehr auf der Strecke zu haben. Wingardium Leviosa. Der allerdings aber auch mir mal gesagt hat, dass er durchaus Interesse hat, 612er-Szenarien auch für andere Strecken dann zu bringen. Und die werden wir uns selbstverständlich, sobald sie dann irgendwann mal erscheinen sollten, dafür muss ja erstmal die Strecke erscheinen, werden wir uns sie selbstverständlich angucken und spielen, hätten wir anhalten an. Ja, bei der Tarantaer-Rampe, das wird halt auf jeden Fall eine sehr, sehr, also wirklich ländlich schöne Strecke werden. Gut, die Frage ist, fährt man dann am Ende einfach nur durch Wälder hindurch? Wird das nicht irgendwann redundant? Kann sein. Weiß ich nicht. Ich war weder in Realität noch jetzt im TSW bisher da. Ich kann jedenfalls sagen, von Dresden-Riesa und der Streckengestaltung bin ich extremst begeistert. Bei der Tarantaer-Rampe wird es natürlich weniger urban zugehen. Oh, hallo. Schön, ein Lokzug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und alleine für das Fahrzeug lohnt sich die Strecke für die 612. Die 143 ist ja auch mit dabei. Aber ich denke mal, die wird mittlerweile jeder schon besitzen, entweder durch Rosig Nord oder durch Dresden-Riesa. Und die Ankündigung auf 120. Also AFB rein. Der Quatsch, AFB rein, E-Bremse rein. Und E-Bremse wieder auslösen und jetzt die AFB runter auf die 120 und Leistung wieder aufschalten. Das war ein wenig unsouverän reagiert. So, wir müssten uns aber auch direkt wieder befreien können. Ja. Und das ist die Ankündigung für 70. Bestätigen wir. Ja, also Geschwindigkeitsbremse
Herabsetzungen im Bereich von unter 100 km/h müssen quittiert werden. Und die 70 sind erreicht. Warum müssen wir eigentlich so langsam hier fahren? Na gut, vermutlich wegen dieser Weiche hier. Beziehungsweise dieser Kurve, während uns ein Güterzug entgegen schnippt. Eine 185-2 wird in ein Paralleluniversum hineingesogen. Jetzt ist aber echt dunkel. Ich glaube, hier hinter diesem Tunnel müsste Laufach sein, ne? Oder? Nee, doch nicht. Es war, glaube ich, ein anderer Tunnel. 120 gelten ab hier. So, die AfB merkt, wir sind zu schnell, also bremst sie eigenständig mit der E-Bremse rein. Es geht hier nämlich ordentlich bergab. 2,1% oder Promille? Ja, das ist das Prozentzeichen. Also sprich, wir verlieren 2,1 Meter Höhe auf 100 Meter Länge. Würde ich behaupten. Bei Promille wäre es ja auf 1000 Meter gerechnet. Prozent sind ja auf 100. Ja, heißt ja auch Prozent für 100 auf 100. Promille auf 1000. Hallo Kollege in der 143. Kilometer noch. Ach, der Sound, wenn der Zug über Weichen fährt, ist bei der 101 so gut gemacht. Aber ich muss
muss langsam, glaube ich, aufhören zu erwähnen, wie toll ich den Sound insgesamt bei der 101 finde. Das ist einfach der Wahnsinn und das wisst ihr auch, glaube ich, alle. Also wenn's... Wisst ihr, was das Besondere an diesem Ding hier ist? Hier ist keine Lok dran und das ist mit Absicht so gemacht. Die fehlt nicht nur irgendwie im Simulator, sondern die ist tatsächlich mit Absicht nicht dabei, denn da bei diesem Szenario sind so ein paar Besonderheiten verbaut. Ihr habt es ja auch schon bei dem Verstärker-Szenario aus München-Augsburg gesehen. Da sind ja auch so ein paar Züge mit dabei gewesen, die es so normalerweise nicht gibt im Szenario-Planner. Ja, Daumen hoch an den Szenario-Ersteller, würde ich sagen. Wer da Lust hat, das mal zu machen, gerne da im Rails im Forum mal drauf reagieren und dann mal ein Dankeschön darunter schreiben. Ist nämlich absolut verdient. Und was wir verdienen, ist wohl anscheinend ein Halt. Wir drücken auf PZB. Wachsam. Und bremsen runter. 100 haben wir erreicht. 95, 90. 85. Jawohl, das passt alles. In 600 Metern kommt das haltzeigende Signal. Wir lösen langsam die Bremsen aus. 50. Vierzig. Das hier müssen wir nicht bestätigen. Ist ja nur ein Vorsignalwiederholer. Dreißig, 500 Hertz Magnet ist an. Und wir halten an. Meine Damen und Herren, aufgrund eines haltzeigenden Signals sind wir außerplanmäßig zum Stehen gekommen. Wir werden unsere Fahrt hoffentlich in Kürze fortsetzen. Was ist dein Problem? Warum bist du rot? Geht doch, ich sollte häufiger Signale einfach anschreien. Danke. Finde ich gut. So, also 500 Hertz Leuchtmelder ist an, heißt also 500 Hertz Leuchtmelder und Wechselblinken bedeutet, wir dürfen nicht schneller als 25 fahren, sonst werden wir wieder auf Null runtergebremst, unfreiwilligerweise. Aber der Leuchtmelder müsste erlöschen. Kleine Wortfindungsstörung müsste erlöschen, sobald wir jetzt hier an diesem Signal vorbei sind. Also genau jetzt. Jawohl, und weg ist er. Jetzt sind wir noch auf die 5. Hä? Ich dachte, die 25 gelten nur, wenn der 500-Hertz-Magnet aus ist. Wenn der 500-Hertz-Magnet aktiv ist, so. Also, sprich, solange die 500-Hz hier aufleuchten, darf ich nicht schneller als 25 fahren mit Wechselblinken. Also, sprich, der Startprogramm aus der restriktive Modus aus der PZB. Und zu dem Zeitpunkt bin ich da, war der Leuchtmelder doch aus. Heißt also, ich hätte doch schneller als 25 fahren dürfen. Nicht? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich fahre jetzt nochmal über die 25. Ach so. Ah, ja. Gut. Ja, ich weiß, wo das Problem war.
Wir hatten ja ein Vorsignal, dass wir mit PZB wachsam quittieren mussten. Ja. Deshalb, und das habe ich ja nicht gemacht, deshalb kam die Zwangsverbremsung. Okay, das ergibt Sinn. Dann habe ich alles, was ich vorher gesagt habe, nehme ich jetzt wieder zurück. Das hat so seine Richtigkeit. Ein Beeinflussung. langer Intercity in Doppeltraktion. Warum können wir Beeinflussung. uns nicht befreien? Ja, nee, ja, dann ist okay. Dann habe ich jetzt selbst meinen Fehler gerade realisiert. Okay, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben, warum ich da eine Zwangshandlung bekommen habe. Ich habe es verstanden. Können wir aber trotzdem was anderes gerne in die Kommentare schreiben. Wo euch zum Beispiel dieses Szenario hier gefällt. Zugbeeinflussung. So, dann beschleunigen wir mal mit ca. 50 Kilonewton, beziehungsweise wir haben ja zwei Loks, heißt also mit ungefähr 100 Kilonewton. Ich hab's gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, dass es nicht ganz ohne Zwangsbremsung klappen kann. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. So, da vorne ist auch schon wieder was, was wir bestätigen müssen. Ankündigung auf 110, beziehungsweise hier dann die Ankündigung auf Zugbeeinflussung. Langsamfahrt. Zugbeeinflussung. So, ich wollte einmal hier Zugbeeinflussung. rüber und gucken, was hier so rumsteht. Also Dostofuhrpark, nee, gar nicht. Hier so ein gemischter Zug, Container, 155. Ist da vorne eine Lok? Ja, 182. Türfreigabe. So, und dann sind wir auch schon in Aschaffenburg, auch genannt Aschaffenburg.
Nices Stellwerk. Sieht echt cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Außerirdischer. Das erinnert mich an irgendeinen Film hier so. Das ist der Kopf. Naja. Naja. Aber schöne Stadtkulisse hier so. Sieht echt schön aus. So, da vorne ein Dostow-Fuhrpark. Noch 143. 143 der Erfurter Bahngesellschaften, glaube ich. Genau, Erfurter Bahnservice GmbH. Hier eine 425. Die sind ja, glaube ich, in Realität hier unterwegs. Oder waren es zumindest. Ich glaube, diese Merit-Pair-Wagen sind ja auch lange hier unterwegs gewesen. Oder sind das immer noch? Ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell hier so unterwegs ist an Zügen. Ich weiß nur, dass wir jetzt anhalten, denn das Signal ist schon hier vorne. Und da wollen wir ja nicht drüber fahren. Also halten wir an. Und machen die Türen auf. Jawohl. Guck mal, die haben kein scharfes S. Daran merkt man, dass Engländer das entworfen haben. Die haben hier kein scharfes S regelmäßig. Und die Umlaute fehlen ja auch. Geil. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Gibt es hier noch andere? Ach, guck mal, aber hier bei bestätigen, dass das Ä da kräftig auch. Okay, dann haben die es hier bei regelmäßig einfach vergessen, dass das Ä. War das mit dem scharfen S? Sicherung, Pfeillöscher. Ja, Fullen. Neufullen. Naja, gut. Kann man ihnen verzeihen, würde ich behaupten. Aufhebung der Türblockierung. Nur im Notfall benutzen. Release of Door Blocking. Deblocage des portes n'utiliser qu'en cas d'urgence. Naja, mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Ne pas s'appuyer son d'ouverture de la porte glissante oder was auch immer. Ja, gut. Mit diesem Bild von Aschaffenburg von oben sage ich ganz, ganz herzlich Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat und dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin. Macht das gut.